Beim Börsengang der Beate Uhse AG im Jahr 1999 war Firmengründerin Beate Rothermund Uhse persönlich nach Frankfurt gekommen und konnte sich darüber freuen, dass der Aktienkurs am Anfang rasant in die Höhe stieg. Damit startete das Unternehmen auch die Expansion ins Ausland. Am Freitag meldete das Traditionsunternehmen aus Flensburg nun Insolvenz in Eigenverwaltung an. Man habe sich zu dem Schritt entschlossen, weil in den Verhandlungen mit einer Investorengruppe über eine Finanzierungsaufnahme keine Einigung erzielt werden konnte, teilte Vorstandschef Michael Specht mit. Damit sei die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gefährdet. Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenregie sei es, die Firma zu erhalten. Betroffen sei die Holdinggesellschaft. Für die Töchter sei dagegen keine Insolvenz beantragt worden, deren Betrieb laufe weiter. Die Kundschaft könne weiter Sexartikel bestellen, sagte ein Sprecher. Die Lieferungen zu Weihnachten seien nicht gefährdet. Beate Uhse wurde 1946 von Beate Rothermund Uhse gegründet. 1962 eröffnete ihr Unternehmen in Flensburg den ersten Sexshop der Welt. Mit dem Internet begann in den vergangenen Jahren aber der Niedergang, weil Sexfilme quasi überall kostenlos heruntergeladen werden können. Okay, tschüss, tschüss.